Hallo und einen wunderschönen guten Morgen zu unserem Pyjama-Party-Training. Ja, inspirierte Aktion ist ja das Thema heute. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, warum brauchen wir inspirierte Aktion und nicht blinden Aktionismus? Und zwar, wir sind ja, hallo Winnie, guten Morgen, da warte ich noch ein bisschen, vielleicht kommt ja noch der ein oder andere dazu, der live dabei sein will. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was wir jetzt die letzten 2 Tage besprochen haben, bitte schreibt sie mir in den Chat, das könnt ihr vielleicht auch jetzt schon machen, dann sehe ich, dass Fragen da sind. Und kann die dann nachher auch beantworten. Ich habe gestern, nein, heute früh, ganz früh von der Ute, ich weiß nicht, ob sie auch noch kommt, eine ganz tolle Nachricht bekommen. Sie hat diese Täterprogrammierung gemacht und hatte wahnsinnig tolle Erfahrungen. Sie hat sich richtig schön gebadet in ihren Wunschgefühlen. Und das ist natürlich immer freudig, wenn man hört, dass es weitergeholfen hat, dass Ergebnisse erzielt worden sind. Und ja, schreibt mir das doch bitte gerne, was ihr für Inputs umsetzen könntet. Das freut mich natürlich immer riesig. Ja, fangen wir an. Inspirierte Aktion. Also was grundsätzlich mit inspirierter Aktion gemeint ist, ist natürlich eine Aktion, die aus einem Zustand heraus entsteht, der empfänglich und lösungsorientiert ist. Ihr kennt alle Yin und Yang und ich wollte euch mal einen neuen Aspekt von Yin und Yang kurz erläutern. Und zwar Yin und Yang, das ist ja die weibliche und die männliche Energie, die zusammengehört. Und genauso ist es auch hier. Die weibliche empfangende Energie, die braucht es, damit wir uns in einen Zustand der schwingungsmäßigen Resonanz begeben mit dem, was wir möchten. Also ihr wisst ja, wir sind ja alle in einem Universum, das endlose Potenziale für uns bereithält. Und diese endlosen Potenziale, die werden über energetische Schwingung angezogen und materialisieren sich dann. Wenn wir also ein bestimmtes Potenzial, also einen bestimmten Wunschzustand haben möchten, dann ist es wichtig, dass wir uns in die resonante Schwingung mit diesem Potenzial begeben, damit sich das für uns materialisieren kann. Kurzes Beispiel. Ich möchte gesund sein. Dann muss ich mich gesund fühlen können. Ich muss wissen, wie es sich anfühlt, wenn ich gesund, vital und komplett in meiner Manifestation, komplett in meinem Körper bin. Ich muss wissen, wie es sich anfühlt. Ich muss davon überzeugt sein, es gibt das Potenzial meiner selbst, meiner Persönlichkeit, meines Körpers, das heil und ohne Beschwerden, ohne Schmerzen und so weiter und so fort existiert da draußen. Und damit ich dieses Potenzial anziehen kann, muss ich in eine schwingungsmäßige Resonanz mit diesem Potenzial gehen. Und das ist sozusagen die weibliche empfangende Energie. Und dann die männliche, aktionsorientierte Energie, die entsteht eben daraus, aus dem Zustand, aus dem sogenannten lösungsorientierten Zustand heraus, weiß ich dann, was sind die richtigen Schritte, was sind die richtigen Aktionen, was ist das Richtige, was ich tun soll. Nur aus diesem weiblichen empfangenen Zustand heraus bekomme ich sozusagen die Inspiration, den Download, was zu tun ist. Also, wenn ich nochmal bei Gesundheit bin,
dann werde ich vielleicht zu einem Arzt geführt oder zu einem Heilpraktiker oder zu irgendetwas kommt plötzlich auf meinen Tisch. Als Buch passiert es oft oder ich höre was im Radio, ich sehe was im Facebook und ich merke, wow, das resoniert. Das ist der nächste inspirierende Schritt. Jetzt kann man diesen Prozess natürlich strukturieren. Und das ist das Thema heute. Und ich möchte euch eine Möglichkeit zeigen, wie man diesen Prozess strukturieren kann. Also, hallo Ute, ich habe schon vorher von dir erzählt, was du mir geschrieben hast von deinem tollen Erlebnis mit der Täterprogrammierung. Also, der erste Schritt ist grundsätzlich, machen wir mal eine Liste von dem, was wir möchten. Von unseren Wünschen und von unseren Zielen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das mal aufs Papier bringen, dass wir das schon erstmal, das ist der erste Schritt der sogenannten Manifestation, dass es mal rauskommt. Und ihr müsst wissen, alles, was aus euch rauskommt an Wünschen und Zielen, das ist als Potenzial irgendwo vorhanden. Also stellt euch das vor, weil wenn ihr wisst, das möchte ich gerne, dann ist es möglich, dass es das gibt für euch. Weil ihr schon alleine dadurch, dass es euch als Idee, als Gedanken, als Wunsch erreicht, schon alleine das beweist, dass es möglich ist. Weil nur das, was ihr euch vorstellen könnt, was ihr euch wünschen könnt, das könnt ihr haben. Also, die Tatsache, dass ihr es euch wünschen könnt, vorstellen könnt, dass ihr es aufschreiben könnt, heißt schon, dass es für euch quasi vorhanden ist. Jetzt könnt ihr anfangen, eine riesengroße Liste zu machen mit allem, was ihr gerne hättet, mit all den Wünschen, die ihr euch gerne erfüllen möchtet oder die ihr möchtet, dass das Universum euch erfüllt. Und dann schreibt ihr das auf. Das kann eine ganz lange Liste sein. Was jetzt nur hier wichtig ist, auch im nächsten Schritt, dass ihr diese Liste quasi so zusammenfasst auf drei bis maximal fünf Oberziele. Das sind sogenannte Dominoziele. Oder wenn ihr diese drei bis fünf Oberziele erreicht habt oder wenn die da sind, wenn sie sich manifestiert haben, wenn sie realisiert sind, dann ergibt sich im Prinzip aus diesen drei bis fünf Oberzielen ergeben sich alle diese Unterziele, die ihr vorher aufgelistet habt, weil sie sich einander bedingen. Oder großes Oberziel, sage ich jetzt mal, finanziell 100.000 Franken Euro im Jahr zu verdienen, mindestens oder gerne noch mehr, ergibt natürlich das Unterziel, dass man sich irgendwie für gemeinnützige Zwecke engagieren kann, dass man seiner Familie Urlaube ermöglichen kann, dass man seinen Kindern ein Auto kaufen kann, was auch immer. Oder dass man das zusammenpackt in überschaubare Oberziele. Weil sonst wird es zu viel für unseren Verstand und für unser Unterbewusstsein, in das reinsickern muss. Wenn wir da so einen Riesenhaufen von, ja, ich habe, ich habe, ich habe. Und dann ist es wichtig, dass ihr euch im nächsten Schritt diesen drei bis fünf Oberzielen, dass ihr wisst, wie sich's anfühlt, eine Person zu sein, eine Persönlichkeit zu sein, dessen Wünsche oder Ziele sich schon erfüllt haben oder die schon erreicht sind. Also, wie fühlt sich eine Person, wie fühlt es sich an, wenn du 100.000 Franken Euro im Jahr verdienst? Wie fühlt sich das an? Was sind das für Gefühle? Das ist frei, unbeschwert, sicher. All das, was du damit verbindest. Nicht nur denken, sondern auch fühlen. Dass du wirklich in dem Moment dich verbindest und diese Empfangsenergie, diese Resonanz in dir herstellst. Du bist resonant zu dem. Wenn du dir vorstellst, einer, der die ganze Zeit denkt,
oh, ich habe nichts und mein Geld reicht nicht und wie soll ich meine Rechnungen zahlen? Zu was ist diese Person resonant? Eben zu wenig Geld, zu nie genug. Dann, wenn du so denkst und natürlich gleichzeitig so fühlst und die Angst spürst und denkst, oh mein Gott, wie soll ich die Rechnungen bezahlen? Dann bist du natürlich ein Resonanzkörper für Beweis des Universums, dass du nie genug Geld hast, dass du nicht genug verdienen kannst, dass du deine Rechnungen nie pünktlich bezahlen kannst, etc. etc. Oder das verstehst du. So funktioniert das Universum. Deswegen ist es auch so wichtig, dass gerade bei finanziellen Wünschen und Zielen, dass du dein Zeug organisiert kriegst, dass du, ich kenne das von mir selber, oder man denkt, oh mein Gott, wie soll das gehen? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich hier in blinden Aktionismus falle, dann ist es ganz, ganz falsch. Aber wenn ich einfach sage, gut, das sind die Rechnungen, die sind zu zahlen. Und jetzt bringe ich mich in die Resonanz dazu, dass ich genug Geld habe, diese Rechnung zu bezahlen, jetzt und immer in Zukunft. Dann ist es ganz etwas anderes, als wie wenn du deine Sachen sortierst und denkst, oh, Hilfe, wie soll ich es machen? Genauso natürlich mit der Gesundheit, oder? Es ist so wichtig, dass du weißt und glaubst, dass es so funktioniert. Und dann hast du dich in den empfangsbereiten, lösungsorientierten Zustand versetzt. Also denken und fühlen. Und aus diesem Denken und Fühlen kommt jetzt die inspirierte Handlung. Und zwar der Teil, der einfach daraus aus dem Zustand agiert, es ist alles okay, es ist für mich gesorgt, ich weiß, dass die Lösung da ist in dem Raum der Potenziale, ich muss sie nur empfangen. Ich muss sie downloaden und sie kommt eben nur zu mir, wenn ich in diesem Zustand bin, kommt der richtig nächste Schritt. Ja, das ist eigentlich jetzt mal so viel zur Theorie. Und jetzt kommt natürlich zum täglichen Prozess, dass wir nicht wieder abschweifen und uns darin verlieren, in dem, was wir nicht haben, oder? Jedes Mal, wenn du Angst hast oder jedes Mal, wenn du befürchtest oder jedes Mal, wenn du dich mit dem Problem befasst. Gestern habe ich ein Coaching gehabt mit einer aus Amerika, die konnte ihren Geist nicht mehr bändigen. Der ist wie ein durchgedrehtes Pferd durch die Gegend galoppiert und ja, meine Diagnose und ich erwarte Laborwerte und was mache ich, wenn die Laborwerte schlecht sind? Sie hat sie noch nicht mal gehabt. Und sie war schon in dem ganzen Zustand, oh mein Gott, ich erwarte schlechte Ergebnisse. Denk mal was. Wenn du in so einem Zustand Ergebnisse erwartest, Laborergebnisse, wie können die nur sein? Schlecht. Und das ist so wichtig, dass man sich das permanent bewusst macht, dass der Seinszustand, diese Schwingung, die du ausstrahlst mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen, dass die so essentiell wichtig ist für das, was sich dir im Umfeld zeigt. Das unsere Ziele und unsere Wünsche. Warum haben wir diese Ziele und Wünsche? Und was möchten wir? Und zwar möchten wir uns besser fühlen. Wir wollen Geld haben, genug Geld, finanzielle Freiheit, damit wir uns besser fühlen, damit wir uns freier fühlen, damit wir uns sicher fühlen. Darum möchten wir unsere Wünsche und Ziele erreichen. So, und genau aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir lernen, uns schon so zu fühlen, auch wenn die Sachen noch nicht in der jetzigen Realität sozusagen sichtbar sind jetzt, weil sie ja noch im Potenzialbereich sind. Und sie müssen sich erst materialisieren. Aber die Materialisierung kommt zu uns durch diese Verbindung. Und deswegen, wenn ich es schaffe, zum Beispiel nochmal gestern zurück, auch mit diesem vielleicht Täterprogrammierungsprozess, möglichst mich sicher aufgehoben und unterstützt zu fühlen, dann kommt nicht nur
das Geld zu mir, das mir dieses Gefühl widerspiegelt, das ich vorher schon hatte, sondern es kommen ganz tolle andere Sachen auch zu mir, die einfach das mir zeigen und widerspiegeln, dass ich sicher, geborgen und aufgehoben mich fühlen kann. Zum Beispiel, meine Beziehung wird besser. Ich fühle mich total aufgehoben. Ich fühle mich wunderbar sicher. Ich habe keine Angst, dass irgendetwas schlecht laufen könnte, auch nicht im Job, in welcher Situation auch immer. Vielleicht auch für Leute, die irgendwie vor was Angst haben und unsicher sind. Wenn du aufgefüllt bist mit diesem Gefühl, kann alles kommen. Nicht nur das Geld. Und nicht nur vielleicht auch die Gesundheit, oder wenn du dich sicher fühlst und dich sicher und gut fühlst und sagst, ja, mir kann nichts Schlimmes passieren. Dein Körper reagiert darauf, der wird gesund. So, jetzt komme ich zum täglichen Prozess. Den empfehle ich. Morgens, mittags und abends 10 bis 15 Minuten Zeit zu nehmen, dich einzuschwingen, dich dorthin zu bringen, wo du sein möchtest, unabhängig von dem, was jetzt im Außen passiert. Weil was jetzt im Außen passiert, das sind die Manifestationen deiner Vergangenheit. Die können toll sein, super, dann kann man sich auch auf die fokussieren. Und das, was eben jetzt noch nicht so dem entspricht, was du dir wünschst und vorstellst, auf das musst du dich nicht wirklich fokussieren, weil das hast du offensichtlich in der Vergangenheit, da warst du noch nicht eine wirklich schwingungsmäßige Resonanz dafür. Also morgens fängst du an, liest auf jeden Fall mal schon deine Wunschliste durch. Und dann bringst du dich in die Schwingung deiner Wünsche. Und morgens ist es relativ einfach, weil da hast du, also am besten machst du das wirklich, bevor du den Tag beginnst. Vielleicht, ich mache das auch noch im Bett. Und dann bringst du dich schwingungsmäßig, du kannst eine kurze Meditation machen, du kannst diese Tetra-Programmierung machen. Du kannst es aber auch ganz einfach machen, dass du dich erst neutralisierst, indem du einfach sagst, gut, jetzt liege ich hier noch im Bett, ich schalte jetzt meine 5 Sinne aus. Und schaltest du wirklich hören, sehen, schmecken, spüren. Du schaltest alles aus, du blendest alles aus und gehst in deine pure Existenz. Du bist in keinem Feedback-System mehr verankert, deiner 5 Sinne. Und dann bist du neutral. Und aus diesem neutralen Zustand sagst du dir, wie fühlt sich das an, wenn ich diese erfolgreiche Persönlichkeit bin, die sich keine finanziellen Sorgen machen muss, weil natürlich alle Aufträge, alles Einkommen, alles zu mir kommt, weil ich in Resonanz dazu bin. Wie fühle ich mich dann? Ah, wunderbar. Wie fühle ich mich, wenn ich aufstehe und ich weiß, ich muss mir heute keine einzige Sorge machen. Alles ist in besten Händen und ich darf genießen, und durch den Tag gehen in diesem Gefühl, dass alles für mich in Ordnung geregelt und besorgt ist. Wie fühlt sich das an? Und das machst du so lange, bis du dich wirklich gut und sicher fühlst, verankert fühlst in diesem Gefühl. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Du willst ja in den Tag hinaus. Also fragst du aus diesem Gefühl heraus, dass alles für mich schon erledigt, besorgt, versorgt ist, Was ist der nächste inspirierte Schritt? Was ist die nächste inspirierte Aktion, die ich tun sollte? Und dann kommt dir eine Idee. Und vielleicht noch eine. Bis zu 5 schreibst du auf. Und vielleicht steht da oder kommt dir die Idee, ich sollte die und die anrufen. Frag nicht warum. Schreib's einfach auf, mach das Telefonat. Oder vielleicht kommt, ich sollte heute Abend mal wieder ins Yoga gehen. Du gehst ins Yoga. Oder ich sollte heute nicht in Laden XY einkaufen gehen, sondern in Laden ABC. Geh dorthin. Was es auch immer ist für eine Qualität, oder? Oder ich sollte das und das Angebot zusammenstellen
aus meinem Business. Mach das. Oder, keine Ahnung, ich sollte eine Adventsfeier organisieren. Dann mach das. Du musst nicht das hinterfragen. Das kommt einfach. Und manchmal sind es 5 Aktionen, wo du denkst, was macht das für einen Sinn? Aber geh davon aus, dass diese Aktionen, die inspirierten Aktionen, sich nie schlecht anfühlen. Also es ist nie was, was du das Gefühl hast, da habe ich keine Lust drauf oder das stinkt mir jetzt. Sondern das sind wirklich Sachen, aus diesem Zustand kann gar nichts kommen, auf das du keine Lust hast. Das sind immer Sachen, die dich dem Gefühl der höchsten Freude näher bringen. Und du weißt nicht und du musst es auch nicht wissen, wieso, weshalb, warum. Das musst du nicht wissen. Du triffst jemanden dort unterwegs oder du empfängst einen Anruf. Was auch immer das ist, du wirst es rausfinden. Mach's einfach. Und dann am Mittag schaust du kurz, wo bin ich denn jetzt? Mit was stehe ich in Resonanz? Bin ich gerade wieder irgendwie schlecht drauf? Fühle ich mich nicht so gut? Bin ich negativ? Mache ich mir wieder Sorgen? Kaue ich noch an irgendwie einem Telefonat oder einem E-Mail, das ich bekommen habe? Habe ich gerade einen Brief geöffnet? Was hat es mit mir gemacht? Und dann schaust du mal schwingungsmäßig, wo bist du? Auf einer Skala von 0 bis 100%. Und dann tunst du dich wieder ab. Genauso wie am Morgen bringst dich kurz in diesen neutralen Zustand und dann gehst du dorthin, wo du sein möchtest. Das geht nicht lange. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich eben den ganzen Tag hindurch einigermaßen zumindest auf 50% deines schwingungsmäßigen Potenzial befindest. Und dann am Abend schreibst du auf, was du erreicht hast. Du machst quasi 3 Spalten auf deine Seite und du schreibst auf, was du erlebt hast Schönes, was du angezogen hast, mit was du resoniert hast. Feiere deine Erfolge. Sei dankbar für die guten Sachen, die dir begegnet sind, weil das ist so etwas in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft. Ah ja, das ist gut. Ah, super, zum Glück. Und weg. Wir feiern nicht, wir freuen uns nicht richtig. Hingegen, wenn etwas passiert, was uns nervt oder nicht gefällt, boah, da können wir uns festbeißen wie so ein Yorkshire Terrier am Fuß. Und das ging nicht. Und das ist so eine Gemeinheit und das ist ungerecht und bla 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 bla. Da haben wir Sendezeit ohne Ende. Und im Vergleich zu dem, wenn tolle Sachen passieren, die uns freuen, haben wir vielleicht 10% der Sendezeit. Ah ja, super, toll, danke, war nett. Hallo? Was haben wir da für Potenzial noch an Energie auszusenden, wenn wir happy und glücklich sind über die Sachen, die uns so schon gezeigt worden sind, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Macht euch das bewusst. Macht diesen Prozess jeden Tag. Was ist es schon? 10 Minuten am Morgen, 10 Minuten am Abend, sind es eine halbe Stunde eures Lebens. Also das bringt ihr rein. Also das ist sicher ganz, ganz easy und das ist richtig wichtig. Ja, wer ist denn jetzt noch hier? Habt ihr noch Fragen? Ich schaue mal hier auf dem Handy, vielleicht sehe ich da noch ein paar Fragen, Kommentare, auch in den Gruppen. Kriege das Bild vom Yorkshire Terrier, das ich habe, am Fuß festbeißt, nicht mehr aus dem Kopf. Ja, ihr Lieben, wenn ihr noch ein paar Fragen habt, irgendwie auch Erfahrungen teilen möchtet, dann gerne hier und jetzt. Ich habe mir etwas vorgenommen und zwar, da kommt etwas,
Du wolltest von dem Journal erzählen. Ja, genau, das ist das Journal. Das ist es. Also, das sind diese Schritte, die du in deinem Journal machst, in deinem Notizbuch. Journal ist es dann auf Englisch. Du hast gestern was gesagt von verankern. Wie geht das? Genau so, wie ich es jetzt erzählt habe. Vielleicht schaut ihr euch das nochmal an, diesen zweiten Teil vom Video. Also, diese Schritte morgens, mittags und abends. Oder dich wirklich in diesen Zustand zu bringen, mit deinen Wünschen und wirklich morgens, mittags und abends dreimal am Tag. Schaut euch das nochmal an, dieses Video. Also das sind wirklich diese Schritte, die ihr einerseits auf Papier verankert mit eurer Wunschliste, mit euren inspirierten Aktionsschritten. Vielleicht kann ich es nochmal sagen, ihr nehmt ein Blatt Papier oder ihr nehmt eben eine Seite, für jeden Tag eine Seite von eurem Journal, von eurem Notizbuch und ihr fangt morgens an. Ihr lest die Wunschliste, dann bringt ihr euch in Schwingung mit diesen Wünschen, wie sich das anfühlt, wenn ihr dieses gewünschte Erlebnis, Ergebnis schon habt. Wie wenn es schon passiert ist. Ihr könnt es auch euch vielleicht so vorstellen, dass es gestern schon passiert ist. Das ist einfacher fürs Unterbewusstsein, für unseren Verstand. Wir müssen den ab und zu mal ein bisschen verarschen und ihn aus dem Weg bringen. Und deswegen sage ich auch, es ist wichtig, dass ihr das aus einem neutralen Zustand heraus macht, dass ihr also wirklich euch von diesen fünf Sinnen abkappt, die euch mit dem, was jetzt und hier verbunden ist, und dass ihr einfach sagt, gut, jetzt schaue ich weder in die Zukunft noch in die Vergangenheit. Ich bin einfach hier und jetzt, nur in meiner puren Existenz. Ich beurteile nichts, ich schaue nichts an, ich denke nichts möglich, sondern ich bin jetzt einfach nur in dieser Existenz. Und aus diesem neutralen Zustand gehst du in den gewünschten Zustand rein und denkst und fühlst gewünschte Gedanken. Und das nächste ist eben, du fragst, was sind die inspirierten Aktionsschritte, die ich aus diesem Zustand raus tun soll? Und das ist es, was du dreimal am Tag machst. Und nochmal am Abend lässt du den Tag Revue passieren und feierst deine Erfolge und gibst dem wirklich Sendezeit, dem Tollen, was passiert ist. Und nicht nur dem Schlechten, was du denkst, oh, wieso ist das schon wieder? Du musst dich shiften. Du musst deine ganze Aufmerksamkeit, dein ganzes Wesen lernen, darauf zu fokussieren, auf die gewünschten Dinge und dafür dankbar sein. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also schreiben, fühlen. So, was haben wir da? Ist das okay, sich den Prozess aufzunehmen und morgens per Kopfhörer im Bett anzuhören? Ja, klar. Genau. Such Tricks, die für dich funktionieren, dass du dich mit deinem gewünschten Seinszustand, mit deinem gewünschten Zielzustand auf allen Ebenen verbinden kannst. Das heißt, stellst dir vor, vielleicht hast du einen Sound dazu, vielleicht hast du eine Musik, die dir dazu gefällt, vielleicht, keine Ahnung, kannst du irgendetwas Spüriges noch dazu nehmen oder etwas Schmeckendes, je nachdem, wie deine Sinne funktionieren. Weil deine fünf Sinne funktionieren ja so, sie gehen nach außen und holen sich die Rückmeldung von dem, was sie hier und jetzt sehen. Und das musst du abkappen. Du stellst die fünf Sinne aus, du bist in deiner puren Existenz und dann gehst du genau dorthin, wo du hin willst. Und nicht dort, wo du warst. Also deine Realität, die du draußen siehst, ja jetzt, das ist ja quasi schon vorbei. Du musst in die Zukunft gehen. Dort, wo du hin willst. Mit allen fünf Sinnen, mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken. Du musst diese neue Person werden, sein, nicht werden, sein, die eben diese Wunschliste schon lebt. Das Wunschleben schon lebt. Und das ist das Wichtigste. Du musst verstehen, um was es geht. Es geht tatsächlich darum, dass du deine Schwingung, deine Empfangsbereitschaft erst
einstellst und dann fragst, was du zu tun hast. Und so kommst du nie mehr in einen blinden Aktionismus. Ja, ich wollte euch jetzt sagen, übt, macht, tut die ganze Woche. Und ich werde für nächsten Sonntag nochmal ein Webinar bekannt geben, wo wir uns nochmal treffen. Ich denke, ich werde es diesmal auf Zoom machen, so dass wir auch miteinander reden können und dass wir hier wirklich nochmal in ein richtiges Umsetzen kommen, in einem Zusammensein, in einem Treffen, noch in diesem Fall wirklich zum dritten Advent, wo wir einfach alles klären. Dritter Advent, das ist ein guter Moment, das ist ein guter Tag. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit und nachher treffen wir uns nochmal und wir feiern Erfolge. Wir feiern Erfolge dieser Woche. Und wir lösen offene Fragen. Wir inspirieren uns gegenseitig. Wir treffen uns, um wirklich das neue 2019 auf dieser Basis vorzubereiten. Und dann sehen wir, was passiert. Wir können dann auch zusammen noch jeder für sich eine Wunschliste machen. Was heißt 2019 für mich? Und das ist ganz wichtig, dass wir uns vorbereiten auf das, was wir wollen. Sonst kommt zufällig irgendetwas, wo wir gar nicht wissen, dass wir unterbewusst diese Schwingung haben und dann läuft es wieder nicht so, wie wir möchten. Und da gibt es wirklich viele Fehler, die man machen kann im Vorbereiten von einem neuen Jahr, wo man dann wirklich sich die Ziele setzt. Und ihr wisst, wie so Silvesterziele, ja, ich mache das nicht mehr und ich mache das nicht mehr und ich mache das nicht mehr. Ihr merkt schon, ich will nicht mehr rauchen. Ich will nicht mehr mich schlecht ernähren. Ha, was heißt das? Das heißt so viel wie, ich bin in Resonanz mit schlechter Ernährung. Ich bin in Resonanz mit Rauchen. Und aus dem nicht, ich will etwas nicht mehr tun, damit kann man energetisch nicht arbeiten, damit kann man energetisch nicht anfangen, sondern es muss aus dem, was du willst, was du bist, heraus entstehen, dass du dein Leben mit deiner neuen Persönlichkeit im 2019 lebst. Ich bin im 2019, bin ich diese Person. Und da möchte ich euch einladen, nächsten Sonntag in ein Webinar, wo ihr müsst nicht mit Bild kommen, ihr könnt sprechen, ihr könnt auch schreiben. Ich habe das schon oft gemacht auf Zoom, wo wir wirklich in einem geschützten gemeinsamen Raum sein können und diese Vorbereitung treffen. Ich gebe euch dann noch Tipps, weil es gibt viele Fehler, die man eben macht, wenn man sich so vorbereitet, aus dem falschen Zustand heraus. Und meistens ist einem das gar nicht bewusst. Und wenn wir das zusammen anschauen können, ich freue mich drauf, manifestiert diese Woche, was das Zeug hält. Macht diesen täglichen Prozess, morgens, mittags, abends, nehmt euch diese Zeit und werdet diese Person. Und werdet auch diese Person, die ihr Leben kreiert, und zwar aktiv und nicht durch Zufall. Wenn ihr euch vorstellen könnt, ihr geht raus, mit irgendeiner Laune, da könnt ihr euch doch schon vorstellen, wie der Tag verläuft. Das macht ihr nicht mehr. Ihr geht in den Tag mit diesem Resonanzschwingungsfeld, das dem entspricht, was ihr möchtet. Das dem entspricht, wie ihr euch fühlen möchtet. Das dem entspricht, wie ihr Leuten begegnen wollt. Das dem entspricht, wie ihr möchtet, dass die Zufälle, die es ja nicht gibt, aber die Begegnungen euch treffen. Ja, die Pyjama-Party ist zu Ende. Schön, dass ihr alle da wart. Ich wünsche euch ganz schnell einen wunderschönen Sonntag. Genießt es, kreiert euer Traumleben, jede Sekunde, jede Minute, denn es ist möglich. Glaubt mir. Alles Liebe, bis dann. Tschüss, tschüss.